und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Ja, wie ihr sehen könnt, sitze ich gerade in der Küche, denn heute wird gegessen. Und zwar, ja, auf jeden Fall was sehr Ungesundes. Und zwar habe ich mir bei Amazon verschiedene asiatische Süßigkeiten bestellt. Ich bin sehr gespannt, es ist ziemlich viel. Deswegen würde ich sagen, dass ich, wenn ihr natürlich Bock drauf habt, dass ich einen zweiten Teil daraus mache und dann... ja, dass ich heute die Hälfte probiere und im nächsten Video dann, also vielleicht nicht im nächsten Video direkt, aber vielleicht in 2 Wochen das Video, dass ich da nochmal ein zweiten Part daraus mache und die andere Hälfte probiere, wenn euch das natürlich interessiert. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen auch jetzt und ich bin extrem aufgeregt. Kommen wir zu der ersten Süßigkeit. Hier habe ich so, ich glaube, es sind Brotsticks mit Shrimps-Geschmack. Also ist das auf jeden Fall drauf abgebildet, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Hier steht auch irgendwie nichts auf Englisch, also ist alles auf Chinesisch. Und ja, deswegen keine Ahnung, wie das schmecken wird. Aber wir probieren es jetzt mal. Okay, das ist, wow, okay, das ist sehr schwer aufzubekommen. Leute. Was ist das denn? Oh mein Gott, das riecht sehr... Das riecht total nach Fischfutter. Also kein Scherz. Upsala. Mh. Mh. Ja, aber richtig lecker. Die erinnern mich. Die erinnern mich total... Kennt ihr das? Also ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal mongolisch oder chinesisch essen wart. Dann gibt es diese Krebs-Chips. So weiße sind das. Und es schmeckt ein bisschen so ähnlich. Aber es schmeckt cool. Jetzt habe ich etwas. Da ist auf jeden Fall eine Colaflasche drauf abgebildet. Und es ist sauer. Also ich denke mal, es ist so diese, weiß ich nicht, gibt es auch in Deutschland diese... heißen die jetzt? Saure Cola-Stangen oder irgendwie sowas. Kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass das sowas ist. Aber, ja, okay. Sieht auch so aus. Wisst ihr, was ich meine? Diese Schnüren. Sieht genauso aus. Okay. Hm? Ja, die schmecken auch total so. Doch, finde ich geil. So, hier habe ich einmal was. Ich glaube, das ist ein Lolli. Dann ist da innen drin noch so Pulver drin, ne? Also ich glaube, das gibt es auch bei uns in Deutschland. So, dass man dann da so reindippt. Dann ist das entweder sauer oder so. Schmeckt richtig geil. Ich nehme aber ganz viel. Wer nimmt auch immer so viel? Völlig geil. Mini-Bottle. Okay, was ist das denn? Das ist so eine kleine Flasche. Mit. Sieht aus wie so kleine Styroporkugeln. Hä, kann man das wirklich essen, ey? Sieht aus wie Styroporkugeln. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh. Ich trau mich nicht. Schmeckt ein bisschen wie Traubenzucker. Ja. Finde ich jetzt nicht so besonders. Ich mag sowas nicht, so Traubenzucker. Aber schmeckt ein bisschen wie Traubenzucker. Leute, oh mein Gott. Das ist richtig geil. Das sieht so geil aus. Oh, ich bin so gespannt. Das sieht so schön aus. Okay, was muss man denn hier machen? Ach so, krass. Man muss sich das mit Wasser zusammenmischen, oder was? Okay. Okay, hier sind jetzt einmal so Tütchen drin und so ein Behälter und ein Löffel zum Umrühren. Und dann soll dabei das hier rauskommen. Keine Ahnung, sieht aus wie so eine Creme mit irgendwie, keine Ahnung, Behälter hier rein. Boah, das ist aber viel, ne? Und... hier kommt dann ein bisschen Wasser rein, dann tue ich das
einfach damit vermischen. Ui. Ach so, und jetzt kommt das Rote dazu. Das Rote. Okay. Und das muss man jetzt dann auch verrühren. Jetzt ist das irgendwie total die cremige Konsistenz. Jetzt tun wir das mal in den Streuseln tunken. Und es sieht voll geil aus. Oh. Mm. Oh, voll Schock. Mm. Oh, ich bekomme schon Gänsehaut, weil es extrem süß ist. Mm. Aber wie gesagt, es ist halt ziemlich süß. Boah. Kommen wir zu dem hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich denke, irgendwas. Auf jeden Fall nichts Süßes, sondern eher so. Ach, weiß ich nicht. Oh. Das riecht aber nicht so lecker. Und ich stink total. Oh ne. Mm, das riecht nicht lecker. Okay, egal. Hä? Was ist das denn? Oh! 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 Das ist Wasabi oder so, keine Ahnung. Oh, das schmeckt mir gar nicht. Das ist richtig ekelhaft. Das ist Wasabi und keine Ahnung, was riecht auch noch und schmeckt auch noch extrem nach Fisch. Keine Ahnung, das schmeckt absolut nicht. Ein Fischi? Ich glaube, das ist wie so ein. Ja, wie so. Brot, Cracker-mäßig, keine Ahnung. Ich glaube, innen drin ist dann so eine Schokomasse. Hoffe ich. Nicht, dass es noch nach Fisch schmeckt. Okay, genauso habe ich mir das vorgestellt. Es riecht auch so. Und jetzt probieren wir das mal. Mmh. Mmh. Das ist halt so Waffel mit Schokolade. Aber schmeckt geil. Oh ja. Oh, schmeckt richtig gut. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mein Favorite ist auf jeden Fall einmal diese Shrimp-Chips. Die waren richtig lecker. Und dann dieses Waffel, diese Waffel mit Schokolade, die war richtig lecker. Und was ich richtig ekelhaft fand, war dieses, dieser Wasabi-Snack. Leute, das war echt nicht lecker. Nee, würde ich mir auf jeden Fall nicht nochmal holen. Aber es ist ganz cool, mal so Süßigkeiten auszuprobieren, die es in Deutschland halt nicht gibt. Also ich bin eh immer so ein offener Mensch, ich probiere immer sehr viele Sachen. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz spannend. Ich bin auch echt gespannt, wie die anderen Sachen schmecken. Deswegen, falls ihr darüber ein Video haben wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare mit Hashtag Part 2. Also, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns Samstag wieder. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, Glocke nicht vergessen. Hier verlinke ich euch wieder mein Abo, da könnt ihr mich direkt abonnieren. Und zwei meiner anderen Videos, dann könnt ihr natürlich nach dem Video, wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr gerne meine anderen Videos gucken. Und ja, also Leute, wir sehen uns Samstag wieder. Chattet auf jeden Fall alle ein und ja, bis dann. Tschüss!